Böses liegt in der... Eine Nachricht von Beowulf. Alles ist verloren, meine Brüder. Zieht euch zurück. Das passt da nicht hin, my Lord. So, so, so. Oh. Ich merke gerade, dass ich ein paar viele Leute habe, aber es ist ganz okay. Speichern. Danach mache ich den Marktplatz, stelle ihn ein und danach speichere ich nochmal. Spiel gespeichert. Vor allem das. Na? Hat sich jemand verirrt? Auf Wiedersehen. Da ist die Tür. So. Stellen wir mal alles ein. Stein verkaufe ich sogar automatisch, aber erst so circa ab 500. Ich brauche eine gute Reserve zum Wiederaufbauen und allem. Hier runter und ich mache mal eben langsamer dafür. Ich möchte nicht zu viel verpassen. Auch runter. Nahrung machen wir den Spaß ab 50 verkaufen. Automatisch kaufen, wenn es zu knapp wird. Der Klassiker. Ich wünschte, man könnte beim Markt irgendwie Einstellungen speichern. Dass man sagt, so dieses und das immer bitte anwenden auf alles. Beim Brot braucht man eigentlich gar nicht machen, von wegen 50 verkaufen, weil ich produziere kein Brot. Aber hey. Vielleicht für die Zukunft irgendwann mal. Da kommen schon wieder Hexen. Eine Nachricht von Vlad, dem Fehler. Boah, haben wir jetzt Geld. Boah, haben wir jetzt Geld. Lass die Hunde frei. In Bewegung. Oh. Drachen und so. Ich erinnere mich. Der müsste jetzt gleich kommen. Kommt, nicht schon wieder wegen dem Sammelpunkt. Ja, Sire. Mit dem defensiven Stoßen die wenigstens auch aggressiv genug die Leitern runter. So, noch ein paar Beginiere, noch ein paar mehr Armbrustschützen und vor allem noch mehr Bogenschützen. Dem Fehler. Beginnt die Belagerung. Machen wir den hier dann nochmal. Warum geht das nicht? Von mir so. Bäh, ist das hässlich. Eine Nachricht von Beowulf. Meine Krieger, bereitet euch auf den Kampf vor. Macht's von mir so. Der Feind hat einen Drachen herangezogen. Das Land braucht mich. Vorwärts. Defensiv. Noch mehr hiervon, noch mehr davon. Und dann bräuchte ich bei Parzival, aber Galahad könnt ihr auch helfen. Und Merlin mit seinem Blitz. Der kommt irgendwie zu spät. Aber die hat er noch erwischt. Wohin? Dahin. Der arme Merlin, der ist doch nicht feuerfest. Sturmwolken sammeln sich. Dies sind dunkle Zeiten. Prüft die Waffen! Was liegt an? Seht euren Untergang ins Auge! Nicht wundern, wenn ich ein bisschen schneller bin als sonst. Ich muss mich hier echt konzentrieren, war. Das ist übrigens auch so ein kleines Augenzwinkern-Botschaft für alle, die immer meinen, dass ich so viel übersehe und so schlecht spiele. Ich bin mal sehr gespannt an alle, die dann selbst anfangen mal zu Let's Playen, wie oft ihr diese Nachrichten selbst lesen werdet. Das wird bestimmt lustig, ne? Man spielt wirklich um einiges besser, wenn man sich vollkommen konzentrieren kann auf eine Sache. Und der klaut mir jetzt schon besser viele Truppen, oder? Fick dich! Fick dich einfach! Komm, mach ihn kaputt! Rekruten benötigt, Sire. Ja. Unsere Sehnen sind gewachst. So. Rekruten benötigt, Sire. Und nur mal kurz als kleine Anmerkung. Selbst wenn ich mich hier ein bisschen konzentriere und mal stiller bin eine Zeit lang, spiele ich trotzdem immer noch nicht mit der vollen Effizienz, die ich hätte, wenn ich jetzt beispielsweise nicht aufnehmen würde. Zumindest jetzt nicht ein Mikrofon da hätte und jetzt weiß, dass es jetzt
Schon alleine, nur alleine, weil ich 30, 40 Sekunden mal nichts rede, kommt so ein kleines Unbehagen und ich bin schon wieder innerlich drüber nachdenken, ob ich jetzt doch was rede oder nicht. Und das nimmt auch schon wieder Konzentration weg. Das ist alles ein bisschen verzwickt und verzwackt. Und ich brauche eine Burgküche. Und ich habe, glaube ich, gar nicht gespeichert, als ich das letzte Mal hier den Markt eingestellt hatte. Spiel gespeichert. Burgküche war ja. Da stellen wir gar nicht erst großartig irgendwas ein. Da gehe ich jetzt hierher zum Markt und kaufe die ganzen Sachen dann ein. Automatisch 10, das ist okay. Das kann so bleiben. Habe ich jetzt eigentlich schon Nahkampf-Ehre wieder bekommen? Also. Eine Nachricht von Beowulf. Wie hieß denn das? Verloren, meine Brüder. Zieht euch zurück. Welche Prüfung erwartet uns? Ich wollte eigentlich. Jetzt habe ich den falschen geholt. Ich wollte jetzt eigentlich Galahad holen, um hier oben zu heilen, gerade gegen das Feuer. Schlachtordnung! Können wir es uns mal leisten hier. Von Vlad, dem Fehler. Öffnet die Tore! Lasst die Hunde frei! Ich verteile die später noch passend, keine Sorge. Super. Scheißriese! Was gibt es? Bemannt die Brüstung. Zum Glück setzt Dietrich das nicht ganz so oft ein wie Siegfried. Der hat ja einen Riesenfetisch. Eine Nachricht von Dietrich. Richtig so, Jungs! Zertrümmert ihre Gebäude! Eine Nachricht von Dietrich. Habt Acht! Ich komme euch zu holen! Der Feind bereitet ein Drachenei vor. Eine Nachricht von Vlad, dem Diesmal Fehler. Ist es von Vlad. Beginnt die Belagerung! Diesmal wendet sich das Blatt. Oder so. Passt nur auf, die Fist erwartet euch. Ich nehme euch gut. Bereit, Sire. Merlin Brutli. Ich hol's drei Ritter. Die Geschichte wartet. Ich weiß, jetzt habe ich. Ich hätte mir eigentlich Ritter der Tafelrunde holen können dafür, aber. Da wird's bei den Rittern der Tafelrunde eigentlich nur um die Heilung vorrangig gehen, erstmal. Die werden eh gut weggeballert. Die sind nicht das Problem, die Bogenschützen. Die Leiterträger eigentlich auch nicht. Die sind das Problem. Mein nobler Herr. So. Bleibt mir mal hier, zur Sicherheit. Das machen wir mal hier wieder wir zu dicht, soweit es geht. Für den Bau. Wir sind zu dicht für den Bau, mein Lord. Ah, verstehe. Eine Nachricht von Vlad, dem Fehler. Ihr Narren! Blast zum Rückzug! Mann! Ölkipper sind ja, wie ich weiß, auch gar nicht mal so verkehrt. Der Feind bereitet ein Drachenei vor. Man muss sie nur bauen können. Gut, ich muss ja richtig platzieren. Von Dietrich. Lass zum Angriff! Ihr seid der drittgrößte Burgherr Seil. Ja, wir können schon was machen. Das passt da nicht hin, my lord. So, darf ich jetzt endlich zubauen, bitte? Dankeschön. Die Burg ist umzingelt. Das könnt ihr nicht tun, my lord. Das könnt ihr nicht tun, my lord. Das könnt ihr nicht tun, my lord. So. Meine Güte. Eine Nachricht von Beowulf. Krieger, wir ziehen in die Schlacht. Was denn du schon wieder? Waffen benötigt, Sire.
kriegen wir soweit noch hin. Das sind aber noch einige Tribocke, die mir Sorgen bereiten. Von viel zu vielen Lanzenträgern beschützt. Die werfen mir meine Ritterpferde weg. Da komme ich nicht schnell genug hin. Jetzt haben wir noch mehr Dracheneier. Von da drüben kommt dann bald auch noch einer von Vlad. Böses liegt in der Luft. Ich gehe ja. Ja, Lyn, du bleibst mal hier. Ja, ja, ich gehe ja. Ich reite. Sei mal nicht so genervt, Junge. Sei mal nicht so aggressiv hier. So. Waffen benötigt, Sire. Auf die Plätze. Stimmt schon wieder bei der Bär. Wir haben verloren. Gehen wir heim. Wir gehen. Tschüss. Wir waren nie hier. Die Genere habe ich jetzt auch ein bisschen lieb gewonnen. Einfach nur, weil sie... Was die Streitkampfkämpfer ja nicht können, wie ich mich erinnere. Die Viecher da wegprügeln können. Und ein bisschen schneller sind als die Schwertkämpfer dafür. Warum darf ich Gelle... Ach, den habe ich schon. Dann würde ich gerne gleich mal heilen. Zack, zack. Ja, aber zack, zack, genau. Achtung! Sir Parzivals Schwert gehört euch. Sire, bemannt die Brüstung! Bemannt die Brüstung! Und wir heilen mal ein bisschen. Eine Nachricht von Vlad, dem Fehler. Sende die Heerschar aus. Anderen Ritter lasse ich erstmal noch. Der Feind hat einen Drachen herangezogen. Das ist jetzt Vlads Drache. Der sogenannte Vlatzhalter. Den kleinen Turm, den darf er echt ein bisschen brutzeln gerne. Die können gar nicht schießen. So viele Türme im Weg. Schon ein bisschen eklig. Ich schicke jetzt gar nicht woanders hin. Wir halten echt lange aus. Lass die Kampfhunde los. So. Waffen benötigt, Sire. Es wäre immer noch arg tödlich, jetzt auf Auto Waffenkauf zu stellen. Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelegt. So. Wichtigste wäre tatsächlich erstmal Vlad. Gebt Becht uns nur ein Ziel. Eine Nachricht von Beowulf. Alles ist verloren, meine Brüder. Zieht euch zurück. Könnte ich eigentlich auch schießen? Schaut's hier eigentlich aus? Vorratslager voll? Anscheinend, oder? Ja, Vorratslager voll. Ich muss doch beim Holz mal ein bisschen. Deswegen kommt so wenig Einkommen. Mann! Wahrscheinlich labert er das die ganze Zeit schon. Ich hab's immer überhört. Ich hab's echt nicht gehört, dass er gesagt hat, Vorratslager voll. Aber er hat's bestimmt oft genug gesagt. Ich wette darauf. So, Marktplatz. Bitte Holz automatisch verkaufen. Eine Nachricht und von oder Vlad, noch ein weiteres Fehler. Vorratslager platzieren. Blast zum Rückzug. Ich glaube, das ist ebenfalls auch eine Idee. So. Kostet zwar gerade ein bisschen, aber ist gar keine so schlechte Investition. Waffen benötigt, Sire. Kommt es rechtzeitig? Komm, mach Boom! Jawoll! Das macht schon gut Schaden, man muss es nur gut timen. So, ich bereite dann schon mal alles für den ersten Angriff vor, den ich jetzt bald machen werde.
Frage, wie viele Ritter ich dafür brauche. Ich muss halt wirklich nur durchreiten, schnell. Die Bogenschützen machen mir halt viele Pferde kaputt dann. Was ist mit dem durch? So schnell kommt man da nicht einfach durch. Streitkundkämpfer sind hier jetzt, glaube ich, nicht so die Ultralösung, wie ich weiß. 10 Ritter könnte man mit unserer Ehre derzeit sogar schon holen. So, der kommt wieder von hier. Alles klar. Sir, bemannt die Brüstung! Unser beider Schicksal ist eines. Mein Schwert ist das eure. Sire. Boah, der kriegt jetzt richtig der... Boah, der hat jetzt ordentlich kassiert. Jawohl. Läuft. Ich bereite mal alles für 20 Ritter vor. Ich hoffe, das reicht. Hier kriegt man so viel Ehre wie möglich. Ansonsten ja auch. Wir könnten noch Kirche machen mit Kerzen. Hier läuft alles soweit. Produktion und so. Bis hoffen. Der hier scheint irgendwie nicht zu funktionieren so richtig. Nicht mehr Eisen, den kriegt man auch soweit nicht rein. Nicht, dass es mir auffallen würde. Ne, wir sind bei Produktion nahezu am Maximum. Es sei denn, wir würden noch hergehen und ein bisschen mehr Nahrung produzieren. Eine Nachricht von Vlad, dem Fehler. Sende die Heerschar aus. Alles so fein säuberlich langgezogen. Jetzt dürften die eigentlich auch reichen. Eine Nachricht von Vlad, dem Fehler. Lass die Kampfhunde los. Was denn? Nein, Leute. Oh, was habt ihr denn immer mit eurem Sammelpunkt? Geht sofort wieder hoch. Bereit, Sire. Euer Zeichen, Sire. Das war für die Ritter gemeint nur. Warum müsst ihr das so lange... Das beeinflusst die so derbe lange noch. Nach ihrer Ausbildung. Hammer. Zack, zack. Oh, die Heilung ist klasse. Das lohnt sich. Geht es in die Schlacht? Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelehnt. Oh, er hat erste Kavallerie. Ich hab sie schon fast vermisst. Oh Gott, wenn die... Wenn die auf meine Ritter gehen, habe ich ein großes Problem. Wir ziehen in die Schlacht. Galoppiert! Ich muss es trotzdem versuchen. Ist die Frage, lade ich, wenn der Angriff fehlschlägt, oder belasse ich es bei einer Niederlage? Mein Herr? Wenn ihr mal Lanzelot mit, der Buff kann echt nützlich sein. Sire, eine Nachricht. Im Übrigen, weil ich schon spüre, ich spüre es in der Erschütterung der Macht, dass die Frage kommen wird. Mit rechter Maustaste wählt man Truppen ab. In eurem Namen. Wie ihr befehlt. Wisst ihr was? Ich habe eine andere Idee. Ich schicke ein paar Streitkampfkämpfer vor, mein die Herr, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf die Pferde. Oder ihr seid einfach ein bisschen... Ja, ihr habt schon eine lockere Formation quasi. Ihr seid weiter weg Gebieter. Könnt ihr gar nicht. Welche Prüfung erwartet uns? Wer ballert denn hier? Boah, haut ab. Warum werde ich gestört? Bist gestört, Junge. Wir kümmern uns drum. Überhaupt nicht aggressiv, nein. Ich schwöre euch meine Treue.
Ehre reicht nicht ganz für alle. Oh, ich glaube, die Fleder. Nee, komm nicht. Lancelots Schwert gehört. Oh Gott, ich glaube, die Fledermäuse kommen nicht. Ah. Eine Nachricht von Beowulf. Lass den Kampf beginnen. Ich glaube, mit vielen Streitkampfkämpfern würden wir auch super kommen. Die Pferde an. Einfach weil wir hier hochlaufen können auch. Kampfbereit. Ihr könnt einfach hochrennen. Was sollen wir für euch tun? Die Fledermäuse. Die setzt, der setzt die Fledermäuse bereit. Tatsächlich nur defensiv ein. Das finde ich interessant. Wir sind eure Leute. Unser Leben gehört euch. Die Geschichte wartet. My Lord. Sire. Marschieren wir? Mein Herr. Alle hoch. Dies ist unsere Pflicht. Hauptmann? Was macht denn ihr hier draußen? Lass mich raten, ich habe da wieder einen Sammelpunkt irgendwie hingesetzt. Achtung! Andere Erklärung gibt's da mittlerweile gar nicht mehr. Die ist schon genormt mittlerweile. Waffen benötigt, Sire. Befehligt uns. Mein nobler Herr, was bekümmert euch? So, seine Werwölfe werden bald ausgehen. Beider Schicksal ist eines. Der Rest kommt mein hoch. Schwert ist das und ihr könnt euch gleich ein bisschen beeilen. Seid drauf in 3, 2, 1, hoch. Mit Hoffnung im Herzen. Reitet mit Ehre. Ich schwöre euch meine Treue. In den Kampf! Werdet sie los! So, jetzt hoch mit wir euch. Wir haben gelobt, euch zu schützen! Für Gwynedd! Was schubst mich da? Lancelots Schwert gehört euch. Was sollen wir für mehr euch tun? Mehr hoch, mehr! Eure Ritter stehen bereit. Ich folge eurem Banner. Zu Ehren des Herrn. Eine Nachricht von so, das wird doch wohl hoffentlich reichen. Sind jetzt genug oben. Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er denn? Vlad, heb mal bitte die Hand, wenn du noch lebst. Wenn du nicht lebst, heb beide Hände bitte. Ich glaube, das ist er. Wunderbar, dann haben wir gleich. Jawoll. Süßer Tod. Man kann ihn auch mögen, ja. Jetzt brennt's hier. Drachen könnte ich eigentlich auch machen. Obwohl,